Kapitel 9. Was ist denn das für ein Dreck? Und was stinkt hier so furchtbar? Ich mach's gerade weg, Mama. Es ist nur der Flur. Auf den Fliesen kann man's ja wieder abwaschen. Sarah rannte mit Küchenpapier und dem Mülleimer an ihrer Mutter vorbei. Er macht das auch bestimmt nur, weil er sich hier noch fremd fühlt, fügte sie entschuldigend hinzu. Von wem sprichst du da? Von unserem neuen Haus- und Hofwächter. Dave grinste über das ganze Gesicht, als er aus dem Arbeitszimmer trat. Auf seinen Armen, alle Viere nach unten hängend, lag ein undefinierbares schwarzes Knäuel. Es hatte unglaubliche Ähnlichkeit mit einem schmutzigen Wischmopp. Caitlin trat ungläubig näher. Sofort hob sich ihr unter all dem Fell eine nassglänzende Schnauze entgegen und ein helles, aufgeregtes »Baff, baff« erklang. »Nein, Merlin, das ist die Mama. Die wird nicht angebellt. Die darf hier wohnen.« »Ach so, darf ich das? Das ist ja nett. Werde ich vielleicht in Zukunft auch mal gefragt, wenn wir hier was ändern?« Ihre grauen Augen funkelten böse. Sarah duckte sich in die Ecke, in der sie stand, und Dave setzte den Hund zu Boden. Unbeholfen tapste der umher. »Wir hatten vor Jahren schon besprochen, dass wir in diesem Haus keinen Hund gebrauchen können.« Ihre Jacke flog an den Haken, die Tasche hinterher. Während sie sich mit der Hand durchs Gesicht und die Haare fuhr, schoss sie ins Wohnzimmer und ließ sich dort auf einen Sessel fallen. »Schatz, ich dachte, ein Hund könnte uns in Zukunft warnen, wenn nochmal Einbrecher zum Haus kommen.« »Ich fass es nicht. Jetzt nimmst du diesen Vorfall auch noch als Ausrede, mir einen Hund unterzujubeln. Hältst du mich eigentlich für total bescheuert, David?« »Mama, Paps hat es doch nur gut gemeint. Und du brauchst dich auch gar nicht drum kümmern. Morgens kann er mit Papa joggen gehen und über Tag geht er in den Garten und nachmittags bin ich ja dann da.« Die Wohnzimmertür schob sich auf und Merlin mit dem viel zu langen Fell vor den Augen stolperte herein. Er rutschte auf dem glatten Boden aus, fiel auf die Nase und heulte jämmerlich auf. »In den Garten? Und von da aus dann in den Wald oder wie? Da kriegen wir dann dauernd Ärger mit dem Jagdpächter, weil unser Hund wildert. Ich habe mich schon mal erkundigt. Wir wollten den Garten doch immer mal umzäunen, weißt du noch? Wir hatten mal an eine Bruchsteinmauer gedacht, so dass sie aussieht, als würde sie zum Haus gehören.« Dave hielt seiner Frau ein Prospekt vom Baumarkt unter die Nase und deutete auf das abgedruckte Beispiel. Merlin winselte währenddessen immer noch und kroch langsam näher. Er hatte schon begriffen, dass mit der rothaarigen Rudelführerin nicht gut Kirschen essen war. Caitlin blickte zu dem Fellknäuel vor ihren Knien. Vorsichtig legte das Hundebaby eine Pfote auf den Rock. Natürlich hing Dreck dran. Natürlich war es der weiße Rock. Aber Merlin hatte schon gewonnen. Caitlin hob den kleinen Kerl hoch, der sich das gefallen ließ wie ein Plüschtier, und setzte ihn auf ihren Schoß. Vor Freude jaulte und kläffte er und ließ dabei fröhlich der Natur ihren Lauf. Caitlin sprang auf, als es warm und nass an ihren Beinen wurde. Dann grinste sie aber. Röcke konnte man waschen. Früher war sie auch nicht so pingelig gewesen. »Komm, Schätzchen, Mama macht sich mal sauber, und dann suchen wir dir eine Schlafdecke vom Dachboden. Daran haben die beiden Helden bestimmt nicht gedacht.« Natürlich hatten Dave und Sarah schon alles für Merlin eingekauft. Leine, Körbchen, Futter, Halsband, aber das musste Caitlin ja nicht wissen. Mit siegessicherem Grinsen verschwand Dave wieder in seinem Arbeitszimmer.